Von eh und je war die Heuernte ein Sorgenkind des Bauern. So war es einst überall und so ist es auch heute noch dort, wo der Einsatz von Maschinen kaum möglich ist. Natürlich möchte sich jeder die Arbeit erleichtern und vom Wetter unabhängig sein. Verfahren wie diese Heinzentrocknung machen zwar vom Wetter unabhängig, kosten aber sehr viel Handarbeit. Um Ihnen zweckmäßige Verfahren der Heuwerbung zeigen zu können, sind wir auf Einladung des Instituts für landwirtschaftliche Arbeitswissenschaft und Landtechnik mit unserer Kamera zu einer Heuerntevorführung nach Bad Kreuznach gefahren. Zuschauer aus allen Gegenden Deutschlands, Landwirte, Vertreter von Staat und Wirtschaft, Berater und Schüler sind hier zusammengeströmt. Für alle, die an dieser Vorführung nicht teilnehmen konnten, haben wir im Bilde festgehalten, was geboten wurde. Wir wollen damit nicht etwa für irgendeine Maschine werben, sondern möchten Ihnen Gelegenheit geben, die Maschinen bei der Arbeit zu sehen. Hier ist Heuwetter. Alles schwitzt, auch schon beim Zusehen. Der Boden ist knochentrocken, deswegen staubt's mitunter. Unermüdlich erklärt der Sprecher von seinem Aussichtsturm, was an den gezeigten Maschinen und Geräten für die Zuschauer wichtig ist. Viel gab's an diesem Tag zu sehen. Eine zügige Vorführung, der wir mit unserer Kamera nicht immer folgen konnten. Um das für Sie Wesentliche im Bild festhalten zu können, haben wir uns später die Maschinen und Geräte nochmals einzeln vorführen lassen. Für die Auswahl war maßgebend, Handarbeit einsparen und erleichtern, sowie Trocknung beschleunigen. Das gilt gleichermaßen für die Heuwerbung auf Wiesen, Weiden und im Feldfutterbau. Fangen wir mit dem Mähen an. Wer weder Pferd noch Schlepper hat, muss die Kuh zum Mähen anspannen. Eine schwere Arbeit für die Kühe. Viel leichter geht's mit dem eingebauten Hilfsmotor und die Mäharbeit wird besser. Das Pferd, ein- oder zweispännig, leistet am Mäher gute Arbeit. Bei einer Mähfläche von 50 A und mehr lohnt es sich schon, einen Grasmäher einzusetzen. Der Einachsschlepper mit Frontschnittbalken kann im nicht zu steilen Gelände die Handarbeit beim Mähen ersetzen. Der Motormäher sogar noch am Steilhang. Auch zum Mähen von Obstwiesen eignen sie sich recht gut. Nach dem Mähen beginnt nun erst die Kunst der Heuwerbung. Futter nach dem Mähen sofort lüften. So wird Erwärmen im Schwad verhindert und es gehen weniger Nährstoffe verloren. Im Kleinbetrieb kann das Futter mit dem von einem Pferd oder einer Kuh gezogenen Gabelwender gelüftet werden. Der gleiche Gabelwender tut's beim Einachsschlepper. Wer einen größeren Schlepper mit Anbaumähbalken hat, wird das Mähen und Lüften zweckmäßig in einem Arbeitsgang durchführen. Hier ist der Wender zu tief eingestellt, da staubt's. Der Wender kann vom Schlepper aus leicht bedient werden. In Betrieben mit mehr als 12 Hektar Heufläche lohnt schon ein kombiniertes Gerät, das wenden, schwaden und harken kann, wie zum Beispiel hier der Rechenbreitwender. So wird der Rechenbreitwender zum Lüften angehängt. Der Sternradschwadenwender kann in einem Arbeitsgang mit dem Mähen zum Lüften eingesetzt werden. Er wirft, wie alle Schwadenwender, das Futter nicht breit, sondern kehrt den Mähschwaden nur einmal um. Drei Sternräder außer Betrieb. Beim Linksmäher die linken. So wird auch hier nur der vorletzte Schwad jeweils gelüftet. Thank you.
Und ein Rechenschwadenwender bei der Arbeit. Wie Sie sehen, sind zum Lüften die Zinken über dem Mähschwaden hochgestellt. So fasst auch der Rechenschwadenwender nur den vorletzten Schwad. Womit man aber auch mäht oder lüftet. Wichtig ist, rechtzeitig zu mähen, wenn die Blüte beginnt und nie abends, sondern morgens. Abendschnitt bringt höhere Verluste an Nährstoffen. Das ist wissenschaftlich einwandfrei festgestellt. Fragen Sie Ihren Wirtschaftsberater, er wird es Ihnen genau erklären. Nach dem Mähen muss das Futter mindestens zweimal am Tage gewendet werden. Der Gabelwender soll dabei entweder quer oder entgegengesetzt zur Mährichtung fahren. Er wendet langes Futter recht gut. Bei kurzem Futter leistet der Rechenbreitwender bessere Arbeit. Die Nährstoffverluste sind aber höher. Wie beim Lüften dreht der Sternradschwadenwender auch beim Wenden die Schwaden nur einmal um. Jetzt aber immer gleich zwei in einem Arbeitsgang. So trocknet das Futter ebenso gut und erleidet weniger Verluste als beim Breitwender. Schwierig ist allerdings seine Verwendung bei langem Ackerfutter. Gegen Bodenunebenheiten ist er dagegen unempfindlich. Der Rechenschwadenwender kehrt auch in Schwaden. Beim Wenden wird der mittlere Teil des Rechens hochgestellt, sodass auch er stets zwei Schwaden kehrt. Er arbeitet sehr gründlich und vorsichtig, auch bei längerem Ackerfutter. In Wiesen mit vielen Unebenheiten erfasst er aber, wie alle Rechenwender, das Futter nicht immer vollständig. Bei gutem Trockenwetter beginnt das Heu bereits am ersten Abend nach dem Schnitt zu rascheln. Ein Zeichen, dass es zum Schutz gegen Nachtfeuchtigkeit noch am Spätnachmittag eingeschwadet werden muss. Entweder mit dem altbekannten Heurechen oder beim Frontmäher mit solch einem Schwader. Alle anderen Wendegeräte, Breitwender und Schwadenwender, sind zugleich Schwader. Man schlägt mit diesen Geräten von beiden Seiten ein. So entstehen Doppelschwaden, in denen das Heu über Nacht liegen bleibt. Zum Schwaden sind beim Sternradwender alle sechs Räder hintereinander angeordnet. Beim Rechenschwadenwender ist jetzt die ganze Reihe der Zinken in Arbeit. Das Futter ist in Schwaden genauso gegen Feuchtigkeit geschützt wie in Haufen. Haufen verursachen mehr Arbeit. Sie müssen immer von Hand gesetzt und am nächsten Morgen ebenso gebreitet werden. Aus Schwaden kann dagegen das Heu mit einem Rechenschwadenwender so gut wie von Hand breit geworfen werden. Jede Handarbeit wird dadurch eingespart. Nur wenn Regen droht, Schwaden noch in Haufen setzen, dann aber in große. Wenn das Heu schon am zweiten oder dritten Tage so trocken ist, dass man mit dem Daumennagel aus dem Halm keinen Saft mehr pressen kann, dann ist es Zeit zum Einfahren. Zuvor wird dann das Heu mit einem der gezeigten Geräte wieder in Schwaden geschlagen. Wird von Hand geladen, sollten die Schwaden möglichst groß sein, aber keine Haufen setzen, das ist unnütze Arbeit. Wer mit Maschinen lädt, muss deren Arbeitsbreite berücksichtigen. Dieser Pickup-Lader nimmt das Heu aus dem Schwad selbsttätig auf und fördert es auf den Wagen. Der Arbeitsaufwand sinkt so gegenüber Handladen auf die Hälfte. Dieser Lader fördert das Heu von hinten auf den Wagen. In beiden Fällen sind die Wagen mit Ladegattern auszurüsten und die Seitenwände auszulegen. Nur dann schaffen es zwei Personen auf dem Wagen. Unebene Wiesen erschweren den Einsatz dieser Lader. Vom hochbeladenen, schwankenden Wagen fällt der Packer leicht herunter.
Beim Laden mit dem Frontlader fährt der Wagen voraus. Ist die Gabel voll, gibt der Fahrer des Frontladers Signal zum Halten. Frontlader ersparen Handarbeit im gleichen Umfange wie ein Pickup-Lader. Im bergigen Gelände ist das Fahren mit dem Frontlader jedoch schwierig. Ackerheu wird beim Sammeln leicht mit Erde oder Staub verschmutzt. Neues Signal. Weiter geht's. Auf großen Wiesenflächen lohnt sich's auch, Sammelpressen einzusetzen. Sie pressen das Heu in Bunde, die das Packen auf dem Wagen sehr erleichtern. Beim Füttern ist die Arbeit mit Heubunden auch einfacher. Sammelpressen sind nur bei Halmheu zu verwenden, da Blattheu in trockenem Zustand beim Pressen zu hohe Verluste erleidet. Hier ein anderes Fabrikat. Ein Pressen von Futter mit mehr als 20% Feuchtigkeitsgehalt erschwert jedoch immer die Arbeit mit der Maschine und liefert nur bei sorgfältiger Lagerung in luftigen Scheunen und kleinen Stapeln einwandfreies Heu. Wer sein Heu ausnahmsweise schon draußen häckseln will, erreicht durch den Feldhäcksler die größte Arbeitsersparnis. Zum Heuladen wird dabei nur eine Person, der Schlepperführer, gebraucht. Auf dem Wagen muss aber ein dichter Ladeaufsatz sein. Bei Latten oder solchen Drahtkäfigen wie hier entstehen zu große Verluste durch Verwehen. Die schwerste Arbeit in der Heuernte ist das Abladen von Hand. Deshalb sind hier technische Hilfsmittel besonders begehrt. Am billigsten und bequemsten arbeitet der Greiferaufzug. Arbeitsersparnis 50%. Er ist auch zum Getreideabladen geeignet, leider aber ortsgebunden. Deshalb wird dort, wo auf mehreren Stellen abgeladen werden muss, lieber ein Höhenförderer genommen. Er bringt die gleiche Arbeitsersparnis und ist für Heu, Stroh und Grünfutter zu verwenden. Gebläsehäcksler sind immer dann zweckmäßig, wenn Greiferaufzüge oder Höhenförderer wegen ungünstiger Dachstühle oder enger Hofräume nicht einzusetzen sind. Sie sparen Lagerraum. Aber Vorsicht beim Einfahren, Häckselheu entzündet sich leichter als Langheu. Nicht immer ist das Wetter so günstig, dass man das Wiesenheu am Boden trocknen kann. Deshalb sollte sich der Bauer durch Gerüsttrocknung gegen Verderb seines Futters schützen. Dafür gibt es eine Reihe von Möglichkeiten. Einmal die Steilwandgerüste, Schnuren und Rollenreuter, zum anderen die Schrägwandgerüste, Dreibock, Hütte und Gegenwand. Wie man auch aufreutert, auf jeden Fall muss das Futter nach dem Mähen mit irgendeinem Wendegerät gelüftet oder gar vorgetrocknet werden. Dann wird es in Schwaden geschlagen. So kann es leicht ans Gerüst gebracht werden und die Bahn fürs Aufstellen der Gerüste ist geräumt. In Trockengebieten, wo es nur darauf ankommt, das Einfahren zu verschieben, genügt der Dreibock. In Gegenden mit vorwiegend günstigem Heuwetter braucht der Bauer für das Halmheu nur in nassen Jahren eine Gerüsttrocknung. Dazu reicht die Hütte. Sie ist dort auch für Blattheu das geeignete Gerüst. Wie sie aufzustellen ist, sehen wir hier. Schleppe erspart viel Arbeit. Kurze Wege vom Schwarz zum Gerüst und die einfachste Möglichkeit, das Feld sofort zu räumen. Am Rand können die Hütten stehen bleiben, bis das Heu trocken ist.
Das Feld wird inzwischen schon wieder bestellt. Hier die gleichen Hüttenteile, aber hergerichtet zum Beladen mit dem Frontlader. Einmal Fuß vor Fuß über die Hüttenteile, so setzt sich das Futter zwischen den Stangen fest und bleibt, wenn aufgerichtet wird, haften. Nur den First nicht festtreten. Und nun das Aufrichten der Hütte. Ein Drahtseil wird mit zwei Ringen um die obersten Sprossen gelegt. Jetzt wird dieser kleine Ring an den mittleren Laderzinken gehängt. Vorsicht, das kann ins Auge gehen. Über Kopfhöhe mit der Gabel anfahren und von unten anhängen. Etwas nachputzen und die Hütte ist fertig. Will man das Feld räumen, dann so. Jetzt fährt er mit dem Lader an der richtigen Höhe an. So kann nichts passieren. Das ist heute die billigste und arbeitssparendste Gerüsttrocknung. Vorausgesetzt, man hat einen Frontlader, der ja sehr vielseitig verwendbar ist. Hier, wie auch bei der Schlepphütte, muss aber das Futter ein bis zwei Tage vorgetrocknet sein. Hier werden dieselben Hüttenteile, diesmal aber wie ein Schneezaun aufgebaut. Musik.
freien Enden müssen abgestützt werden. Auf diese Schrägwände kann man sogar das frisch gemähte Futter ohne Vortrocknung hängen, denn hier kann die Luft von beiden Seiten ran. Steht der Schrägwandreuter. Für windige Lagen ist er weniger zu empfehlen. Das Futter weht leichter ab als von der Hütte. In niederschlagsreichen Gegenden, im Gebirge und an der Küste, reichen Schrägwandreuter nicht mehr aus. Das Vortrocknen am Boden ist in diesen Lagen immer noch ein Risiko. Hier bieten nur Steilwandreuter Gewähr für eine sichere Ernte. Ihnen ist für hügelige Lagen und kleine Flächen der Schnurenreuter das geeignetste Gerüst. Hier wollen wir uns ansehen, wie er aufgebaut wird. Das Ganze macht ein Mann. So einfach geht's aber nur, wenn man die Löcher gut vorstößt. Die Stangen müssen so schief stehen, denn nur dann hält sich das Gerüst ohne Verankerung und ohne Streben. Das ist eine imprägnierte Sisalschnur. Sie wird am ersten Pfahl durch Knoten befestigt. Bei den anderen Pfählen genügt der einfache Wurf. Am letzten Pfahl wird die Schnur mit Doppelwurf befestigt. Statt überschlaufen, kann man auch durchstecken. Jetzt geht's zur zweiten Etage. Gut aufschütteln, denn das Futter ist frisch gemäht. Die unterste Schnur vorsichtig verhängen. Ebenso wird auch die zweite, dritte und vierte Schnur bepackt. Der fertige Schnurenreuter. Geeignet für alle hügeligen Lagen, für große und für kleine Flächen. Für ebenes Gelände und große Parzellen ist der Rollenreuter günstiger. So wird er aufgebaut. Das muss zu zweit gemacht werden. Löcher nur handtief vorstoßen, Stangen gut ausrichten. Sorgfältig verankern. Am Anker hängt alles, deswegen so tief einschlagen, dass die Ankerplatte ganz im Boden verschwindet.
Richtige Drahtführung ist für die Standfestigkeit wichtig. Die Drähte müssen wechselseitig mal links, mal rechts an den Pfählen vorbeigeführt und am Gegenanker befestigt werden. Die Kerben, in die der Draht eingelegt wird, müssen ebenso wechselseitig angebracht sein. An jedem dritten Pfahl kommt eine seitliche Verstrebung. Jetzt ist der unterste und oberste Draht gezogen und gespannt. Der oberste Draht soll jetzt nur das Gerüst halten. Der unterste Draht kann nun bepackt werden. Dann kommt der zweite Draht. Ebenso der dritte. Bevor dieser bepackt wird, den obersten lösen, weil er sonst beim Bepacken des dritten Drahtes hindert. Nun wird auch der letzte Draht behängt. Rollenreuter. Das ist der gleiche Rollenreuter, nur sind Leiter und Anker Fertigfabrikate. Rollenreuter bewähren sich am besten bei 100 bis 120 Meter Gesamtlänge. Bei kürzeren Reutern wird das Verfahren zu teuer, bei längeren reißen leicht die Drähte oder die Anker lösen sich. Und noch ein kleiner Hinweis. Auf sehr harten, steinigen Böden ist es schwer, die Löcher zu stoßen. Da bohrt man besser, besonders beim Schnurenreuter. Hier mit dem Löffelbohrer. Mit einem Schneckenbohrer geht's ebenso gut. Wer einen Motorbohrer für seinen Wein- oder Obstbau hat, der soll ihn auch hier verwenden. Frühestens nach einer Woche ist das Heu auf den Gerüsten trocken, es kann dann abgeräutert werden. So macht man es bei der Hütte. Und so bei der Schrägwand. Thank you.
Matten nicht auseinanderreißen. Das kostet Nährstoffe. Der Schnurenreuter ist etwas umständlicher abzureutern. Schnur um Schnur muss das Heu von Hand abgenommen und die Schnur abgewickelt werden. Zeit und nur vorsichtiges Arbeiten verhindert größere Verluste. Bei Dauerfutterflächen bleibt das Gerüst für den nächsten Schnitt stehen. Beim Rollenreuter geht das Abreutern mit dem untersten Draht los. Abkneifen, ausheben, und aufspulen, Draht für Draht. Lagert sich das Heu Schicht um Schicht auf einem hohen Schwaden ab, ohne dass es von der Hand oder Gabel berührt wird. Das ist der größte Vorteil eines Rollenreuters. Ein solcher Schwaden ist zum Laden mit dem Frontlader wie geschaffen. Ein einwandfreies Heu, wie es jeder heimfahren möchte. Wie wir zu solchem gutem Heu kommen können, haben wir gesehen. Doch nun zum Schluss der springende Punkt. Wie steht's mit den Kosten? Die sind sehr vom Wetter abhängig. Vergleichen wir die Kosten bei der Trocknung am Boden, auf der Hütte und auf dem Rollenreuter. Das zunächst bei schönem Wetter und nur für Klee und Luzerne.
also Blattheu. Die Gesamtkosten setzen sich zusammen. Erstens aus den Arbeits- und Maschinenkosten. Diese betragen bei der Bodentrocknung 42 Mark je Hektar. Bei der Hütte 57. Und beim Rollenreuter 74. Der zweite Teil der Kosten sind die Nährstoffverluste in Geld bewertet. Sie betragen bei schönem Wetter, bei Bodentrocknung 112 Mark, bei der Hütte 77 und beim Rollenreuter 69 Mark. Das sind die Gesamtkosten. Bodentrocknung 154, Hüttentrocknung 134, Rollenreuter 143. Wohlgemerkt, bei schönem Wetter. Ist das Wetter trübe, dann steigen bei der Bodentrocknung die Arbeitskosten und die Nährstoffverluste, und zwar auf 208 Mark. Bei Hütte und Rollenreuter ändert sich praktisch nichts. Bei schlechtem Wetter wird die Bodentrocknung noch teurer. Arbeitskosten steigen an, die Verluste werden größer. Die Gesamtkosten betragen jetzt 240 Mark. Die Kosten für Hütte und Rollenreuter bleiben auch hier unverändert. Bodentrocknung ist also bei Blattheu immer unwirtschaftlich. Bei Halmheu, also Wiesenheu, ist es etwas anders. Bei ungünstigem Wetter sind aber auch hier die Kosten für Bodentrocknung am höchsten. Sie betragen insgesamt 158 Mark. Bei Hütte nur 107. Und beim Rollenreuter 118 Mark. Bei gutem, beständigem Wetter ist bei Halmheu allerdings die Bodentrocknung am einfachsten und billigsten. Also, bei gutem Wetter nur Blattheu aufreutern, droht es aber zu gießen, dann alles auf die Gerüste. Gerüsttrocknung ist für Halmheu meist und für Blattheu immer richtig.